Im Sommer gibt es doch nichts Besseres als einen leckeren Blechkuchen. Schließlich ist Sommerzeit Steinobstzeit. Doch obwohl sie als einfach gelten, haben die fruchtigen Sommerkuchen auch ihre Tücken. Aber keine Sorge, mit diesen Tipps gelingt der Blechkuchen garantiert. Erstens, das passende Blech. Ein Blechkuchen kommt aufs Backblech und das sollte schön tief sein, damit der Teig gut aufgehen kann und nichts über den Rand tropft. Zweitens, der richtige Teig. Hefeteig ist ideal für Obstkuchen mit Streuseln. Für einen Blechkuchen mit frischen oder pürierten Früchten eignet sich ein Biskuitteig am besten. Drittens, die Früchte versinken im Teig. Um das Einsinken im Teig zu vermeiden, kann man das Obst vorher von allen Seiten leicht mit Mehl bestäuben. Viertens, der Teig weicht durch. Vor allem Biskuitteig könnte durch frisches, weiches Obst schnell durchweichen. Um das zu vermeiden, könnt ihr den Teig vorher mit einer dünnen Schicht Marmelade bestreichen. Auch etwas Sahnesteig oder gemahlene Nüsse wirken einem Durchweichen entgegen.